Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter mit unserer Karriere mit Bilbao. Wir treffen heute auf den FC Valencia. Und wenn ihr, wie ihr seht, auf die Tabelle. Gut, Atletico hat noch ein Spiel weniger. Aber mit einem Sieg in Valencia können wir uns wieder weiter absetzen. Es geht so langsam Richtung Winterpause. Es ist jetzt nicht mehr allzu viel. Wir haben jetzt noch... Na gut, wir haben noch ein paar Spiele. Wir haben jetzt noch 5. Also mit dem hier noch 6. Ja, wir sind Tabellenführer. Wir haben die meisten Tore. Wir haben zwar auch einen ordentlichen packenden Gegentore, aber da sind auch so verrückte Dinge dabei. Ich glaube, wir haben gefühlt die meisten. Nein, was heißt die meisten? Aber es sind ja 5, 6 Teams. 7 Teams, die nur ein bisschen mehr haben als wir. Wir haben also quasi mehr oder weniger mit einer der schlechtesten Defensiven. Aber wir haben halt die Bombenoffensive. Gut, gehen wir rein ins Match. Im letzten Spiel gab es im Derby ein 2:0. Gegen Real Sociedad. Und jetzt geht's gegen in Valencia. Und es wird regnen, laut Wetterbericht. Williams ist heute im Mittelpunkt. Es gibt ja in der ganzen Liga aktuell keinen besseren Torjäger als ihn. Und das will er uns natürlich auch heute wieder zeigen. Gleich geht's los. Der Regen will nicht aufhören hier im Estadio Mestalla, liebe Fußballfreunde, und damit willkommen zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. FC Valencia gegen Athletic Bilbao. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften auch gar nicht anders. Ich habe ein bisschen auf der Bank umstellen müssen, ihr habt das ja mitbekommen. Ich habe einen 6 auf die Bank gepackt und einen Maurice für Garcia. Also wieder bis auf die eigene Jugend setzen. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Ja, im Grunde die klassische Verteilung heutzutage aus dem Fünfer-Mittelfeld wird da natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen und so bist du einfach schwerer auszurechnen. Cavani! Wir sehen eingeblendet Okay. Die Aufstellung von Bilbao. Sie entscheiden sich für ein 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. Valencia hat das Potenzial zur Erweiterung der Spitzengruppe der Liga zu werden. Speziell in den letzten Jahren war der Club so ein bisschen in unruhiges Fahrwasser geraten. Ja, und dann hast du es nicht leichter wieder rauszukommen. So, auf geht's ins Match. Spieltag Nummer 14 ist das mittlerweile schon. Also es läuft, wir sind ungeschlagen. Das wird sich hoffentlich nicht so schnell ändern. Aber wir haben noch einen Brecher, wir haben noch den FC Barcelona. Mal schauen, wann der dann irgendwann auftaucht. Ich habe jetzt nicht auf den aktuellen Spielplan geguckt. Gutes Hitter. Boah, der hat einfach zu viel Platz, der hat einfach viel zu viel Platz da vorne. Und dann nutzt das halt. Trifft jetzt auch mittlerweile. Mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Also 1-0. Kann man so nehmen. Ja, also wie gesagt, wenn du den Leuten ein bisschen zu viel Platz lässt und das ist halt in dem Fall passiert, dann steht es halt 1-0. Also ganz ehrlich. Also mit dem Sieg hätten wir ja jetzt. Ganz gefährlich, Cavani. Der war knapp vorbei. Einen Vorwurf machen, da muss er es versuchen. Er war ja auch wirklich knapp. Also viel hat er nicht gefehlt. Ja, plötzlich hat der Gegner mal die Chance. Vincentor. So, weg ist der Ball. Abflug. Ah, der wurde auch nicht. Paulista. Könnte was werden. Castellejo.
Samu Castillejo. Jetzt der Schuss. Oh, du nice Simon, also der absolute Rückhalt hier. Ja, den sicheren Treffer. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Sie setzen sie früh unter Druck. Lino! Und das muss abpassen! Oh, so! Na, Simon hat das Ding nochmal. Und jetzt kann Cavani durchaus mal eine gelbe Karte sehen. Das wird passieren sogar. Oder sagt der Schiedsrichter? Nee, letzte Verwarnung. Er sagt letzte Verwarnung. Es war ein Foul, aber es war keine gelbe für ihn. Okay. Die man so ein bisschen gehofft hat, dass er vielleicht trifft. Und Muni ein. Es bleibt bei diesem knappen Rückstand und das haben sie ihm zu verdanken. Eine super Parade. Ach, Wahnsinn, wie er diese tolle Chance vereitelt. Und, oh ja, Sabal. Und machen wir das, Willi. Dann glaube ich, dass FIFA 23 aus der Bayreuth-Karriere kennen. Also nicht gekauft, sondern Gegner hat man gekauft. Bei Leverkusen war der, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe, noch. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Wenzidor, Wenzidor! Er macht das Ganze. Handelfmeter! Es gibt Strafstoß! Okay, okay. Für mich war das kein Handelfmeter, für mich war das eher mehr oder weniger mal irgendwie Fuß oder was auch immer. Aber wir werden es, glaube ich, jetzt in der Wiederholung sehen. Wenzidor auf jeden Fall. Oh, das ist doch ein Handspiel. Jetzt ist es ein Handspiel tatsächlich. Damit ist es. Gibt es den Freistoß, also den Elfmeter, die Chance für Iñaki. Keeper möchte nach rechts abtauchen. Und wir legen den nach links abtauchen, das war sicher gesehen. Und wir hauen ihn mal kurz in die Mitte. 2-0. Halt der Elfmeter, fair, senkt. Schuss kommt in die Mitte, er trifft dann rechts. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Nehmen wir mit. Tor Nummer 23 mittlerweile in seiner 14. Partie. Einer der wenigen, der immer gespielt hat, Sanchez. Grosseta, der hat auch viel zu viel Platz da vorne. Und Moradashvili, wenn das 0-3. Bis auf eine gute Chance von Cavani hätte Valencia noch nicht allzu viel auf die Reihe gekriegt. Jetzt Cavani. Cavani. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Leno über die Außenbahn. Wäre gefährlich geworden, aber, gut aber nicht so. Und so auch nicht. Keimer. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Oh, der ist zu viel Platz drin. Simon, also der ist jetzt gerade auch ein bisschen sauer, dass er jetzt ein bisschen zu oft geprüft wird, meiner Meinung nach, also seiner Meinung nach. Oder auch meiner Meinung nach, weil das ist gerade einfach viel zu viel. Oh ja, Sabal, der das antizipiert und mitdenkt. Kappa, der ist Rechtsverteidiger eigentlich. Aber ja, Sabal hat ja ein bisschen hinten geholfen jetzt. Torgefahr. Kappa. Und machen wir das, Schilly. Erste Halbzeit läuft ganz in ihrem Sinne. Buschi ist eigentlich alles. 2-0. Sieht nach dem nächsten Sieg aus. Stand jetzt. Jirai, oh ja, Sabal, Sanchez, das war zu einfach. Ganz kurze Nachspielzeit nur, eine Minute gibt's Lino. Zusätzlich. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche. War aber keiner, war kein Elfmeter, nein, 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 nein. Das war klar und deutlich Ball gespielt. Gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter. Er ist heute einer der auffälligsten. Der ist heute richtig gut drauf, mit dem kommen sie überhaupt nicht zurecht. Jo, 2-0. Grosseta und Iñaki mit den Toren.
Gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Das ist der Anpfiff zu diesem zweiten Spielabschnitt. Weiter geht's hier. Gerard. Ja, bisher kriegen wir es ohne Probleme hin. Also noch einmal kein Gegentor kassiert. Und dann ist es Mutti, der durchsetzen kann. Vorteil übrigens, sagt der Schiedsrichter. Warum auch immer. Es ist gar keine da an der Seite. Ah, scheiße. Oh, das war zu einfach. Das war viel zu einfach und viel zu dämlich gerade der Ball. Dazu verliert Lino. Valencia auf dem Flügel, da ist Platz. Edinson Cavani. Da zieht er ab. Der Keeper hat den Ball, der war nicht platziert genug. Gerai. Ja, ich hatte ein bisschen versucht, die Schussposition zu finden für Muniain. Oh, dann ist der durch. Williams. Das muss es sein. Chapa. Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben, ehrlich gesagt, alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Sanchez. Ja, kommt die Flanke, kommt. Ist aber nichts wirklich Gutes dabei rausgekommen. Chapa, und das kann er mal gelb geben. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Paul Vaz, und dann geht auch die Karte. Musa. Galan, ja, wie Galan. Abwehr findet kein Mittel. Flanke kommt. Ja, das ist viel zu nah ans Tor. Williams. Jetzt hat er mal ein bisschen Platz. Williams. Einmal kurz gedreht und rein ins Glück. 3-0. Das war wieder so eine tolle Aktion. Da hat er die Abwehr letztlich ohne Chance gelassen. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach stehen und wird den Treffer natürlich nicht nehmen. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Ja, schade, Cassiero. Also 3-0 ist schon eine Hausnummer. Aber wie gesagt, da kann er sich einmal kurz drehen. Bau hat in diesem Spiel bislang wirklich eine überzeugende Ballbesitzquote vorzuweisen. Und sie wirken sehr zielstrebig. Ich komme gut vor das Tor. Oh, und nochmal das Spiel. Also wenn der nicht gewesen wäre, wäre das bisher hier deutlicher geworden. Jetzt wechseln sie hier aus. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Das wäre auch durchaus vielleicht anders ging. Chapa. Also Valencia kriegt Fidesz hier überhaupt die Stadt heute. Oh ja. Oder so viel zum Thema, ne? Wir laden sie aber gerne mal wieder ein bisschen mit dazu ein. Valencia auf dem Flügel, da ist Platz. Und er gibt auch jetzt. Das war eng. Jetzt kommt der Wechsel. Zubelia. Chapa. Oh ja, so ein Ball, der sich da ohne große Probleme mit durchsetzen kann. Es, gell? Schiedsrichter pfeift, bringt aber nichts. Mutti ein, 4-0. Und perfekt den Vorteil ausgelegt. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich. Und den Mutti einbauen, um nur noch einzuschieben. 1-4. Ja, 0-4, Entschuldigung. Und es ist verdient. Wie gesagt, Gegenwehr hätte ich erwartet. Mehr Gegenwehr hätte ich vom Gegner erwartet, durchaus. Und abonniert, ja, sagt, nö, ist nicht. So, jetzt kann ich ein bisschen wechseln, weil das Spiel dürfte entschieden sein. Warum nicht jetzt noch anfangen, die Leute zu schonen ein bisschen? Kloiwert, Justin Kloiwert ist das. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Sprungparade, Unai Simon. Sprungparade, okay. Der Ball kommt rein. Klasse, bleibt dabei. In höchster Not, in allerhöchster Not. Jetzt bleibt Valencia ein bisschen drin, aber Geray klärt das ganze Ding. Sie holt sich den Ball. Ne, spielt den fehlerhaft raus hinten.
Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Gavalan, Galan. Die Chance hier. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Und jetzt Cavani. Wie gesagt, bisher hat Valencia noch nicht allzu viel auf die Reihe gekriegt. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Freistoß Valencia oder was? Nö, für uns sogar. Sie stehen oh sehr nein. Hoch und genau das zahlt sich hier aus. Ah, gut gemacht, Cavani. Was für eine Chance. Ja, schön geklärt. Aber ich hätte gerne das zweite zu 0 in Folge. Oh, das passt auch. 0 zu 4, der Endstand in dieser Partie. Man hat gesehen, was sie drauf haben, schlicht und ergreifend. Überzeugt. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. So. Ja, da haben wir, nehmen wir die Punkte mit. Wie gesagt, erwartet hatte ich es nicht, dass es tatsächlich so deutlich wird. Ich nehme es aber mit. Wir nehmen die nächsten drei Punkte unter Dach und haben die nächsten drei Punkte unter Dach und Fach. Und ja. Kann man so nehmen. Gut, der nächste Gegner ist dann Betis Sevilla. Und das sehen wir uns, liebe Leute, in der nächsten Episode an. Bis dahin. Tschüss.